grüße euch definitiv für dieses Jahr das letzte Video von mir. Klar, es ist Silvester, morgen ist Silvester und ich hoffe für euch, habt Spaß, knallt schön, gell? Wir Deutschen spenden genug, gell? Also nicht Brot statt Böller, hier die Brotscheiben aus dem Fenster speisen, das bringt überhaupt nichts, das macht keinen Spaß, das habe ich schon mal probiert, gell? Das ist nichts. Also ein bisschen Raketen hochschießen und so machen wir auch. In Maßen allerdings, für 15 Euro haben wir gekauft, ein paar Raketen und ein paar Feuerwerke für draußen und hinstellen, für die Kleine, für die Tochter, da hätte sehr viel Spaß mit. Und so soll es ja auch sein, das ist die Hauptsache, gell? Wir wollten das alte Jahr verabschieden mit einem Böller und Krach und so, dafür gibt es Silvester ja. Und das neue Jahr zeigen damit, hey, hier geht's lang, gell? Es kommt nur Gutes dieses Jahr. Also von mir ein kleiner Rückblick, 2016 war sehr turbulent, gell? Privat ist sehr viel passiert und YouTube habe ich viel dazugelernt. Ich habe viele interessante Leute kennengelernt und habe aus anderen Channels gelernt, wie man Leute vergraulen kann und wie man Leute, Abonnenten quasi, gewinnen kann. Gell? Und ich werde jetzt auch ein paar Abos von mir persönlich kündigen, weil die anderen Kanäle, die ich abonniert habe, also nicht alle, Quatsch, um Gottes Willen, aber ein paar sind dabei, waren zu Anfangs richtig klasse, ein paar Vlogs gehabt und so und vom Skateboard und hier ein bisschen Privates, richtig toll, so wie bei mir auch, so gemischt, alles zueinander. Bloß dann haben wir sich gewandelt und dann fingen die an mit Fäkaliensprache, gell? Schimpfwörtern und so. Und ich nehme mal an, dass die Teenies oder wer auch immer das, die das sehr mögen, gell? Und die Abonnentenzahl ging richtig steil nach oben. Ne? Kann man richtig sehen auf einer Skala, gell? Erst fing das an mit 100 und auf einmal waren es ruckzuck 500, dann über 1000. Das ging in einem Monat und jeden Tag kommen neue dazu, gell? Aber das ist alles so Fäkaliensprache und zeigen immer Videos von anderen YouTubern, gell? Das ist gar nicht mein Ding. Und vor allen Dingen die ganzen Schimpfwörter, die dabei auftauchen. Gell? Einige mögen das vielleicht, ich nicht. Gell? Bei mir wird sowas vielleicht nur mal aus Versehen kommen, gell? Scheiße. Ne, aber eigentlich nicht. Dieser Kanal bleibt so, wie er ist. Und ich werde weiterhin über Wohnwagen drehen, über ein bisschen über Handwerk, Aquaristik, wenn ich mal wieder was Neues habe oder irgendwas mache. Gell? Demnächst wird mir ein Video kommen über Aquaristik, dann über... Ich muss noch mal aufs Dach, dann nehme ich euch mit. Gell? Ich zeige euch mal was Interessantes. Und so geht das immer weiter, quasi so, wie es jetzt auch weitergeht. Gell? Ich habe ein bisschen investiert, sieht man vielleicht auch. Ich habe hier zweimal Licht gekauft, neues Stativ und alles. Was mir jetzt noch fehlt, ist eine vernünftige Kamera. Ja, zum Filmen. Ja, was nimmt man da, nicht? Der Markt ist groß, gell? Alles überfüllt damit. Wenn man jetzt guckt, was die anderen YouTuber haben für Kameras und der eine hat das, der andere das, gell? Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen, na, wie soll ich sagen, nee, nicht überfordert, nein, das war falsch. Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, gell? Ob ich jetzt eine DLR-Kamera hole, spiegelreflexmäßig oder Vloggercam oder ein Camcorder oder ist auch preislich so eine Frage, gell? Also ich möchte auch keine 1000 Euro jetzt ausgeben, das ist einfach nicht drin, das ist nicht machbar, gell? Deswegen mal gucken, also ich brauche definitiv was Neues zum Filmen, gell? Das ist jetzt alles über Handy gefilmt, ich habe drei Stück, mit denen ich filme, drei Handys. Ja, gefällt mir gar nicht. Überhaupt nicht. Es ist machbar, aber mir gefällt es nicht. Also ich hätte auch ganz gerne ein Ansteckmikrofon. Das geht bei diesen ganzen Handys halt nicht. Und ja, mal sehen, was ihr macht, gell? Jo, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen sehr guten Rutsch, gell? Habt viel Spaß morgen. Ja, macht das Beste raus. Und ich hoffe, dass wir uns 2017 wiedersehen, gell? In neuer Frische, gell? Macht's gut. Euer Jan hier auf YouTube. Ciao!